sehen Sie alle Spiele der Königsklasse live und exklusiv. Juventus Turin und Andrea Pirlo gingen mit einem klaren 3:0 aus dem Hinspiel in dieses Rückspiel und deswegen natürlich die Stimmung hervorragend in Turin. Glasgow in den dunklen Trikots von links nach rechts, die 21. Minute ist das. Versucht es meistens durch die Mitte über Ladley in diesem Fall. Fantastischer Schuss, nur ein paar Zentimeter am Tor von Buffon vorbei. Das war der erste Aufreger in diesem Spiel, das ansonsten relativ überschaubar daherkam. Dann die 28. Minute. Basali erobert da den Ball, spielt auf Quagliarella, der das gut macht. Und dann ist Matri da, die Führung für Juve. Zweites Champions-League-Tor für Matri, der traf schon im Hinspiel beim 3:0, macht das natürlich prima. Quagliarella mit dem Schuss, Foster lässt nach vorne abprallen und dann natürlich nur eine Pflichtübung für Matri. Aber davor toll der Ball erobert worden vom ehemaligen Wolfsburger Basali. Dann die 28. Minute. Klasse Tat von Buffon, der Ball war noch abgefälscht worden von Hooper. Den hält nicht jeder, der 34-jährige Buffon macht's. Der war nämlich eigentlich schon auf dem Weg ins andere Eck. Also eine Glanztat. Celtic probiert's dann nochmal. Über Samaras, den griechischen Nationalspieler. Schöne Einzelleistung da und Hooper! Um Zentimeter verpasst er da. Wäre durchaus das 1:1 wert gewesen. War übrigens kein Abseits. Und Ian Lennon, der raufte sich sein rotes Haar im Regen von Turin. Denn ein paar Chancen hatten sie ja doch eigentlich schon gehabt im ersten Durchgang. Die zweite Hälfte, die 58. Minute. Margrew mit dem Eckball und dann Ambrose, der Nigerianer, köpft da den Ball über das Tor. Wäre eine gute Möglichkeit gewesen. Aber sie feierten trotzdem, die Fans und Anhänger von Celtic. Die 65. Minute, Pirlo mit viel Gefühl auf Vidal, der macht das gut. Vidal und Quagliarella zum 2:0. Viertes Champions-League-Tor für Quagliarella, aber die Vorarbeit war natürlich phänomenal gut. Erst der Pass von Pirlo, kein Abseits, dann die Ballannahme von Vidal, der das gut sieht und dann schön rüberspielt auf Quagliarella. Und ähnlich wie bei Matri, ein ganz einfaches Tor für den Stürmer. 7 Minuten noch zu spielen, Celtic meist harmlos, hatten mehr Ballbesitz als Juventus Turin, aber so wirklich viel damit anfangen konnten sie nicht. Samaras da nochmal mit dem Schuss. Dann war Schluss und aus für Celtic, die es also nicht geschafft haben, das Wunder irgendwie zu erreichen. Juventus Turin.